Hey Tigas, ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich für euch ein Style-and-Talk-Video. Deswegen bin ich ungeschminkt, weil ich möchte mich heute mit euch zusammenschminken sozusagen und nebenher einfach so ein bisschen quatschen über meine Schwangerschaft zum Beispiel. Außerdem teste ich schon seit über 2 Wochen ein Augenbrauenprodukt und ich finde den einfach so gigantisch. Ich bin so begeistert, dass ich euch den heute auf jeden Fall zeigen möchte. Ja, und ich würde jetzt sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier richtig gut vorbereitet. Ich fand die total süß. Ich habe die vom letzten Jahr, als ich bei meiner Freundin Tara war. Da habe ich die mitgebracht gehabt. Also einmal für sie, einmal für mich. Und ich habe meine noch. Und ich dachte, hey, vor Weihnachtszeit und so. Ich verwende jetzt ein Serum-Primer. Und davon gebe ich mir hier so einen Tropfen auf jede Wange und hier ein bisschen an der Stirn. Ja, das wird heute ein Weihnachtslook. Aber eher was Simples, Neutrales und Natürliches, weil wir dieses Jahr bei mir zu Hause Weihnachten feiern. Also die Familie kommt zu mir nach Hause. Wir sind dieses Jahr dran sozusagen. Ja, ich möchte es einfach gemütlich haben mit Pulli und ja, ich ziehe vielleicht einen Rock an. Und wer weiß, vielleicht trage ich ja doch einen roten Lippenstift. Aber ich werde heute eben was Natürliches schminken, was man einfach auch im Alltag tragen könnte, wenn man wollte. Mir ist unheimlich wichtig, gerade an Weihnachten oder an festlichen Tagen, wo man vielleicht eventuell viel fotografiert wird oder so, dass man eine Foundation benutzt, eben die nicht so viel Lichtschutzfaktor hat, weil ihr wisst, was da ja abgeht, wenn man fotografiert wird. Ja, dann kann es sein, dass man voll shiny ist wegen Blitzlicht und sowas. Ja, was soll ich euch erzählen über meine Schwangerschaft? Mir geht's sehr, sehr schlecht. Gesundheitlich geht es mir gut, dem Baby geht es auch gut, Gott sei Dank. Aber ich habe einen... Moment, ich will nichts Falsches sagen. Ich finde es super schwierig irgendwie, es auszusprechen, kein Plan. Moment, ich frage mal Google. Okay, Hyperemesis Gravidarum, genau, ich hatte das schon vergessen. Ja, das ist, wenn man eine sehr ausgeprägte Schwangerschaftsübelkeit hat mit Erbrechen und so weiter. Und genau das habe ich eben. Aber es hält sich halt noch in Grenzen. Normalerweise ist es so, dass man halt kein Essen bei sich behalten kann und dass man deshalb dann ins Krankenhaus muss, damit man Flüssigkeit bekommt und so weiter. Meine Werte waren noch grenzwertig. Ich soll auf jeden Fall versuchen, mehr zu essen, weil mein Bäuchlein wächst zwar, aber ich selber nehme nicht so krass zu. Und es ist zwar auch irgendwie cool, wenn man nicht zunimmt, aber es ist halt doch wichtig in der Schwangerschaft, ja, Vitamine zu sich zu nehmen und eben positiv zuzunehmen. Und wenn man halt ständig erbricht, dann ist es halt super schwierig, wisst ihr. Aber meine Blutwerte werden eben öfters jetzt kontrolliert, um eben auszuschließen, dass dem Baby irgendwas fehlen könnte oder sowas. Und oh mein Gott, ey, so viele sind gleichzeitig mit mir schwanger. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen in meinem letzten Schwangerschaftsvideo, also wo ich das quasi angekündigt habe, dass ich schwanger bin. Und alle so, ja, ich bin auch schwanger und gleichzeitig und auch ein Juni-Baby. Ansonsten, ja, haben wir schon eine Tendenz bekommen. Es war so, bei der Feindiagnostik habe ich nachgefragt, und können Sie schon das Geschlecht sehen? Und da hat er gesagt, ja, aber ich darf es noch nicht sagen, erst ab der 14. Schwangerschaftswoche. Das ist nämlich gesetzlich so vereinbart. Und am Ende, ich glaube, ich habe ihn so leid getan, und dann hat er mir eine Farbe gesagt, ne? Und da es eben eine Tendenz ist, möchte ich euch das Geschlecht natürlich noch nicht verraten. Heute war ich wieder bei der Frauenärztin. Und die hat mir die gleiche Tendenz gesagt. Und sie hat aber gesagt, ja, ich kann die Tendenz geben. Das ist eben das, was ich jetzt sehe und auch mein Kollege gesehen hat. Weil ich habe die Feindiagnostik bei einem anderen Spezialisten gemacht in Frankfurt. Und also diese Pränataldiagnostik, ne? Und der so, ja, ich kann das, was mein Kollege gesagt hat, nur bestätigen. Ich sehe das genauso, aber ich würde mich da nicht festlegen, weil es ist einfach noch sehr früh und sie möchte dann halt sagen, ja, es ist zu 100% so, ne? Aber wisst ihr, ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Tendenz gibt, wenn man sich nicht so sicher ist, ne? Also wenn ich es wirklich 100%ig weiß, dann mache ich ein Exklusivvideo. Ja, dann teste ich schon seit über 2 Wochen ein Augenbrauenprodukt. Und zwar ist es der Brow Extender 2. Und Leute, wirklich, ich bin so zufrieden. Und ich will irgendwie nie wieder was anderes testen. Und ich sag's euch,
Wenn ihr das wirklich mal, also ihr werdet es gleich sehen. Ich kann euch nichts vom Fuchs erzählen. Ihr werdet es gleich sehen, wie natürlich das aussieht. Und oh, es ist einfach so genial. Und es ist von der Marke Diva Derm. Ja, ich wurde gefragt vor 2 Wochen, ob ich das denn nicht testen möchte. Und ich habe gesagt, ja klar. Deswegen ist dieses Video auch unterstützt durch Diva Derm. Muss ich ja ehrlicherweise auch dazu sagen. Und ihr könnt mir absolut vertrauen. Das wisst ihr, wenn Mayra sagt, ein Produkt ist gut, dann ist es wirklich gut. Ja, so schaut die Verpackung aus. Total edel, schwarz und gold. Also gefällt mir wirklich super gut. Ja, so sieht das Flakon aus. Es hat einen Applikator. Zeige ich euch hier auch in Nahaufnahme. Und es beinhaltet 9 Milliliter und es ist ein Naturprodukt. Außerdem, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt in Nahaufnahme, es beinhaltet so kleine Fasern und wenn ihr das dann auf den Augenbrauen aufträgt, dann wirken die natürlich dann auch voller dadurch. Ja, es ist ein Naturprodukt. Hier wurde italienische Mineralerde verwendet und auch die Fasern sind natürlich. Ich habe die Farbe Cappuccino Braun und die passt, finde ich, sehr, sehr gut zu mir. Ja, ich klopfe das immer erstmal so ein bisschen ab, damit überschüssige Fasern wegkommen. Und dann trage ich es einfach ganz easy auf die Augenbrauen auf. Ihr werdet es gleich sehen, wie schnell das geht. Und schaut mal, ich umrande erstmal die Augenbraue. Also so mache ich das persönlich und fülle die dann anschließend damit auf. Und wie ihr sehen könnt, man sieht sofort einen Unterschied. Also die Lücken sind quasi jetzt schon weg sozusagen. Und die Fasern füllen sozusagen die Lücken. Und das sieht unheimlich natürlich aus. Und ich finde die Farbe auch sehr, sehr schön. Die haben eine tolle Farbauswahl. Auch gerade so blond und aschige Töne sind dabei. Und ja, und wie ihr sehen könnt, geht es super schnell. Also gerade auch morgens, wenn es ein bisschen schneller gehen muss, ist das natürlich super praktisch. Ja, und schon können wir einen Unterschied sehen und ich finde, das sieht unglaublich schön aus. Natürlich sieht es jetzt von der Farbe markanter aus, weil ich halt noch gar nicht richtig geschminkt bin. Aber ich finde es unheimlich natürlich. Also das sieht so schön aus und das Coole ist, Mädels, es hält den ganzen Tag. Und wie gesagt, ich teste es schon seit über 2 Wochen und es ist wischfest, ja, schaut mal. Und ja, es ist gigantisch, weil es einfach super schnell geht und es ist mir unheimlich wichtig, also gerade morgens. Ja, ich habe auch gelesen, das soll den Haarwachstum fördern, aber schaut mal, wie einfach das geht. Oh, das geht so schnell. Aber dazu kann ich noch gar nichts sagen. Wie gesagt, ich teste es erst seit 2 Wochen. Und ich werde da auf jeden Fall berichten, ob das stimmt. Aber ich muss schon sagen, das Ergebnis ist einfach so schön und so natürlich. Und da sind wirklich sehr schöne und natürliche Farben dabei. Also auch gerade für blonde Mädels. Ich werde 2 Farben behalten, also eher die dunklen Farben. Und 2 Blondtöne werde ich dann am Ende dieses Videos an euch verlosen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall. Und ich finde, es sieht so schön aus und toll. Also die sehen auch so fülliger aus, irgendwie habe ich das Gefühl. Total schön, ich bin echt, wow, begeistert. Und ich weiß, dass es vielen von euch da draußen wichtig ist. Deswegen, ja, es ist tierversuchsfrei. Und ich verlinke euch unten in der Infobox einen Salonfinder, also einen Link. Da könnt ihr eingeben, wo ihr wohnt und dann wird herausgefunden, wo es einen Salon gibt in eurer Nähe, wo dieses Produkt eben verkauft wird. Ja, letztens habe ich mir ein Video angeschaut von einer sehr, sehr guten Freundin und in den Kommentaren stand, ich mache weiter mit den Lippen, das mache ich immer irgendwie, und in den Kommentaren stand, wieso hast du einen Weihnachtsbaum oder wieso feierst du Weihnachten oder schmückst weihnachtlich, wenn du doch Muslimin bist, wieso feierst du unsere christliche Feste? Und da habe ich mir echt gedacht, was bist du für eine Christin, wenn du andere verurteilst? So irgendwie voll krass. Und außerdem, was bist du für eine Christin, die noch nie die Bibel gelesen hat? Denn wenn du die Bibel gelesen hättest, wüsstest du, dass Weihnachten nicht viel mit Jesus oder unser christlicher Glaube zu tun hat. Denn der 24. oder 25. Dezember wurde ja quasi erfunden von Konstantinopel. Also wer ein bisschen Geschichte weiß, Konstantinopel aus der Türkei, dann weiß er, dass das erfunden ist und jeder, der die Bibel gelesen hat als Christ, weiß, dass Jesus niemals im Winter geboren ist, sondern im Frühling und dass es einfach auch kein Datum dazu gibt, weil damals die Juden ja keine Geburtstage gefeiert haben und das gilt natürlich auch für die 3 heiligen Könige.
das sind heidnische Feste, das sind Traditionen, die ich als Christ vielleicht feiere, aber mir bewusst ist, dass es eigentlich keine christlichen Feiern sind. Die drei heiligen Könige existieren auch nicht. Es gibt einfach nur die vom Morgenland, die kamen, um Jesus zu beschenken, aber es gibt nicht die drei mit Namen, um Balthasar und wie die nicht heißen. Ja, das sind alles erfundene heidnische Feste, die eher von dem babylonischen, römischen Götterglaube kommt, auch mit dem Weihnachtsbaum. Das ist absolut nicht christlich, denn in Jerusalem gab es nur Palmen und keine Weihnachtsbäume oder keine Tannenbäume, sagen wir es mal so. Ja, also ich finde es ja okay, wenn wir es feiern. Es ist eine wunderschöne Tradition, aber es hat wirklich nichts mit Jesus oder mit dem Christen oder mit den Christen zu tun oder mit der Bibel. Und da frage ich mich wirklich, wie kann man sich dann hinsetzen und andere verurteilen? Vielleicht weiß diejenige das, dass das nichts mit dem Christentum zu tun hat und möchte trotzdem einen Weihnachtsbaum aufstellen. Hallo? Naja, das wollte ich auf jeden Fall gesagt haben, weil ich habe immer das Gefühl, dass viele Menschen unwissend sind. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich war auch mal unwissend. Jetzt ist meine Kamera ausgegangen. Auf jeden Fall, ich war auch mal irgendwann unwissend, bis ich mich in meinem Glaube eben vertieft habe, die Bibel gelesen habe. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, andere zu verurteilen, nur weil die einen anderen Glauben haben und trotzdem einen Weihnachtsbaum aufstellen. Und dann denke ich mir wirklich, wie frech ist das eigentlich? Also, ich weiß es nicht. Also, ich möchte auch niemand angreifen. Das ist gar nicht meine Art, sondern ich möchte euch vielleicht ein bisschen Info weitergeben dadurch, durch diese Szene eben, die ich erlebt habe oder die ich eben gelesen habe. Und ja, lest euch durch, informiert euch und... Ja, das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Und gerade auch mit dem Weihnachtsbaum, das könnt ihr auch bei Wikipedia lesen. Woher kommt das? Oh, ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, auch mit diesen, früher hat man Früchte aufgehängt und ja, das war alles ein bisschen mystisch und magisch und das hat wirklich eigentlich gar nichts mit dem christlichen Glaube zu tun. Und ich bin Christin, ich habe aber trotzdem einen Weihnachtsbaum, aber mir ist halt bewusst, was wirklich wichtig im Glaube ist und dass das eigentlich rein gar nichts mit unserem Glaube zu tun hat. Ja, und das wollte ich euch irgendwie, oder ich hatte das Bedürfnis, euch mitzuteilen. Egal an was du glaubst, sondern du sollst informiert sein. Und das ist halt das Allerwichtigste. Und dass wir einfach niemanden verurteilen. Egal an was sie glauben oder warum sie nicht daran glauben oder warum sie einen Weihnachtsbaum aufstellen oder Weihnachten feiern oder nicht. Ist doch egal, Leute. Ey, wisst ihr, es sterben hunderte von Leute am Tag. Es gibt Kriege. Es gibt kleine Kinder, die nichts zu essen haben. Und gerade jetzt im Winter, es gibt so viele Obdachlose auf der Straße, denen so kalt ist. Und ihr verurteilt irgendjemand, weil der einen Weihnachtsbaum aufstellt? Ich verstehe es nicht. Ich sehe es jetzt schon, dieses Video wird... so lang. Oh mein Gott. Nee, oder? Guck mal. Ah, ich hasse dich. Ich hasse das. Ich nehme was Peachiges. Und trage es auf den höchsten Punkt meiner Wange auf. Auf der Nasenspitze, das liebe ich ja total. Und dann gehe ich auch hier so ein bisschen drüber. Ja, ich habe mein Auto verkauft und habe mir jetzt ein neues gekauft. Das muss ich nächste Woche abholen. Ich freue mich schon. Und vielleicht mache ich einen Vlog oder sowas. Wenn ihr Bock drauf habt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Und wenn nicht, dann verstehe ich das absolut. Für mich war es wichtig, dass es ein Kleinwagen ist, damit ich in jede Lücke reinpasse. Ich bin ja eh so eher eine ängstliche Autofahrerin. Und deswegen ist es mir wichtig, einen Kleinwagen zu haben, aber wo eben auch ein Kinderwagen reinpasst, weil mein altes Auto da hätte kein Kinderwagen reingepasst. Und es ist ein Opel Adam in einer wunderschönen Farbe, aber neutral, nicht kitschig, nicht bunt oder so. Mit LED-Leuchten, also LED-Himmel nennt man das, glaube ich, im Auto drin. Es sieht so spacig aus, voll schön. Und ich freue mich auf jeden Fall, weil es ist süß und klein. Ja, voll mein Ding halt. Aber ich finde Gold und Brauntöne, das ist so voll weihnachtlich irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ja, und jetzt nehme ich was ganz Helles und gehe in den inneren Augenwinkel, damit meine Augen strahlen. Ich glaube, also das werde ich
zu Weihnachten so tragen. Total gemütlich mit einem Pullover, vielleicht so einen Rock oder so dazu, schöne Stiefeln. Aber so richtig gemütlich. Und wer weiß, vielleicht ziehe ich sogar diese Teile hier an. Das findet mein Sohn Samuel wahrscheinlich total lustig. Und ja, das ist mein Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich komme mal ein bisschen näher. Ja, so sieht es aus. Mir gefällt das total gut. Also so Gold- und Brauntöne harmonieren natürlich total schön mit so Nude-Tönen. Schaut euch mal die Augenbrauen an. Oh mein Gott. Leute, das ist mega. Es ist richtig mega krass, was das einfach mit meinen Augenbrauen macht. Die sehen fülliger aus. Richtig cool. Denkt an die Verlosung. Ich schreibe alles in die Infobox. Und ich bedanke mich jetzt, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns zu meinem nächsten Video wiedersehen. Als nächstes gibt es wahrscheinlich ein Fashion Haul und dann ein Schwangerschaftsupdate. Und dann könnt ihr mir in den Kommentaren auch sehr, sehr gerne schreiben, was ihr noch so sehen wollt. Ja, und dann ist Weihnachten und Silvester und ja, und dann geht's wieder los. Dann sind wir im neuen Jahr und es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich sag jetzt einfach Danke. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir unbedingt gesund und ich sende euch ganz, ganz viele Küsschen. Habe ich Lippenstift auf den Zähnen? Ja, habe ich. Ja.